Could you be my love? My love. Could you be my love? This the number one champion sound. Yeah, fresh music about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Okay, okay, he's got my number eight. You can't warn me, baby. Here I am. Either you make the time. Heute Abend ist ja die große Veranstaltung von Fresh Music Live hier in dem Ruderstudio. Was passiert jetzt genau? Also im Augenblick haben wir gerade Soundcheck gemacht. Und jetzt gucken wir, wir probieren mal ein paar neue Songs aus und sehen, wie es kommt. And when I want it, you gotta be ready, yes. Die Menschen gerade, die das jetzt noch nicht so kennen, das sind ja schon ein paar Sänger. Ne? Wie sind das insgesamt? Wer gehört eigentlich zur Crew mit dazu? Es sind fünf Sänger insgesamt. Also wir haben da die Vanessa Peng-Yong, die jetzt hier gerade durch das Bild gefuscht ist. Witzig. Dann haben wir den Daniel Hall natürlich, den Bandinitiator und Bandleader. Dann haben wir den Chris, den Rapper. Und die Ramona Nerra, die Blonde bei uns in der Band. Und noch den Benjamin Rose natürlich, nicht zu vergessen. Und dann haben wir natürlich noch vier Musiker. Den Patrick, den Andreas, den Flo und den Martin. Und zusammen sind sie das A-Team. You can get it right, then just forget it. Fresh Music Live ist für mich eine geile Sache. Ich kann es nicht anders erklären. Es ist wie ein zweites Zuhause. Es ist einfach nur hammergeile Party. It's a real fun band. Große Community, würde ich mal sagen, an sehr guten Sängern und Musikern. Sehr viel Papierkram, Abrechnung, Organisation. Danke, Daniel. Fette Band, fette Mugge, fette Leute auf der Bühne. Ich kenne nichts, wo die Leute so krass auf Live-Musik abgehen. Das ist irgendwie das Geheimnis dieser Band. Also ich würde sagen, irgendwie nicht nur drüber reden, sondern auch wirklich vorbeikommen. Ist es bei euch so Tradition, dass ihr sagt, hey, wir proben zusammen, dann gehen wir zusammen essen? Ist das so ein bisschen Ritual? Nur manchmal, wenn ich nett sein möchte, dann. Also das ist ja so die Philosophie von Daniel Hall, das ist ja so the American way. So, let's be a family, we all love each other. Das ist schon normal, dass wir mal zusammen essen gehen vorher. Das macht so ein Familiending, so ein Tour-Ding. Also Soundcheck, proben, dann essen und dann, jetzt geht jeder so ein bisschen frisch machen. What am I supposed to say when I'm all choked up and you're okay, yeah? I'm falling to pieces. I'm falling to pieces. Ich erwarte einen ganz tollen Abend mit meinen Freunden und die Band ist immer geil. Ich liebe Live-Musik und die waren die Ersten. Das wird überall gerade ein bisschen flach kopiert, aber die richtig geile Live-Mucke mit der geilen Live-Atmosphäre, die ist halt hier irgendwie. Hammer Künstler, super Stimmung und es wird ein toller Abend, glaub's mir. Like the pimps and the gladdest, and I know they love it, so they hair with all that rubbish. Would you be my love? My love. Could you be my love? Could you be my love? Laden voll, wie ich gesehen habe. Gleich gehst du auf die Bühne, machst eine Opening-Rede oder wie läuft das? Weiß ich noch nicht. Immer spontan? Ein bisschen spontan, ja. Was mit euch? Everybody come on! Open, the knuckles are pale. If
von Fresh Music Live, die Halloween Party. Und neben mir steht Publikum und ich möchte wissen, was sagt ihr zu dem Fresh Music Live Auftritt? Ja, super, super, super natürlich. Geil haben sie gespielt, wie immer. Fresh Music Live. Eine geile Band, die sind echt super. Ich stehe auf den Lockenkopf, der ist echt geil. Der singt super. The greatest. Stimmung. Wie geht's euch? Wie war der Auftritt für euch? Super. Also wir sind jetzt im Arsch. Kalb, keine Stimme mehr. Ich bin müde. War Hammer Publikum, super Show. Energie war super. Ich will noch weiter spielen jetzt. Ja. Ich wollte auch gerade sagen, das war nur eine Zugabe. Ich hätte noch Bock auf drei Zugaben, muss ganz ehrlich sagen. Das ist der absolute Wahnsinn, wie die Charaktere funktionieren. Jeder ist hier ein Star auf der Bühne und das ist einfach einzigartig in Deutschland. Das, was ich auch als Kameramann und Moderator miterlebt habe. Wie geht das? Ja, das hat so eine Sekte an sich. Also, nee, keine Ahnung. Also ich glaube, wir haben einfach alle Spaß an der Musik. Ich glaube, das spürt das Publikum, gibt uns die Energie auch zurück. Denn wie gesagt, ohne das Publikum würden wir hier rumstehen halt. Mehr wäre da nicht. Also deshalb, die wahren Stars sind, glaube ich, das Publikum da draußen. Ja. Also nochmal Respekt, Respekt, Respekt. Fresh Music Live, Worldwide. Das braucht die Welt. Energie, Power, der Wahnsinn. Schön. Danke. Yeah, Fresh Music Live and Direct. So, meine Damen und Herren, das war's hier erstmal von der Fresh Music Live Party. Ja, ich würde sagen, die Band haben jetzt erstmal einen Feierabend verdient und wir haben auch einen Feierabend verdient. Man sieht es hier, der Laden ist noch voll, Laden geht noch ab. Ich von Lifestyle TV hatte Spaß und ich denke, ihr mit dem Bilder habt auch Spaß gehabt. Das war's.